Ja, meine Damen und Herren, finstere Zeiten in Deutschland. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, dichtete einst Heinrich Heine. Wir haben eine Situation, wo die gesamte Opposition vor der Zerschlagung steht. Das AfD-Verbot wird immer heftiger diskutiert, sogar der Grundrechteentzug gegen Björn Höcke. Und der Verkaufsverbot an den Kiosken für Kompaktmagazin, alles einmalige Vorgänge, die darauf hindeuten, dass jetzt wirklich ernst gemacht werden soll seitens des Regimes. Das ist auch das Thema unserer März-Ausgabe von Kompaktmagazin, der neue Faschismus. Und über diese Thematik darf ich heute diskutieren mit unserem geschätzten Autor Manfred Kleine-Hartlage. Hallo. Ich freue mich auch sehr darüber, dass dieser Tage Menschen auf die Straßen gehen, um unsere Demokratie auch aktiv zu verteidigen. Ja, Manfred, es ist eine paradoxe Situation. Ähnlich wie 1933 schreitet das Regime zur Zerschlagung und Ausschaltung der Opposition. Gleichzeitig aber demonstrieren, was weiß ich, Hunderttausende unter antifaschistischen Fahnen, ja, und denken, diejenigen, die jetzt verboten werden sollen, das seien die Faschisten. Mhm. Wir haben versucht, dieser Paradoxie auch Rechnung zu tragen. Unser Titelbild hat ja die Schlagzeile Der neue Faschismus, und aber der Untertitel ist Der Linksstaat marschiert. Ja. Also, wie erklärst du dir diese Paradoxie? Naja, es ist ein klassischer Anwendungsfall des Lichtmeß-Sommerfeld-Gesetzes aus deren Buch Mit Linken leben. Da haben die nämlich die als Gesetz festgehalten, wann immer linke Rechten etwas vorwerfen, ist es etwas, was sie selber praktizieren. Und gerade dieses Gerede, man müsse jetzt Nazis stoppen, die müssen sich ja nur mal ihre eigenen Antifa-Leute angucken. Ich meine, das sind Nazis, wie sie im Buch stehen. Also es ist die Gewaltbereitschaft, die Intoleranz, die Unfähigkeit zur Diskussion und die Demokratieunfähigkeit. Und dabei sind diese Leute ja nur die Schlägertrupps, so die vor Ort die Drecksarbeit machen. Die Mentalität wird ja vorgegeben von oben, durch das schlechte Beispiel von Politikern, von Medienschaffenden, von sogenannten Eliten ganz generell, die es ganz offensichtlich nicht ertragen können, dass es zu wichtigen Themen durchaus zwei und sogar mehr Meinungen geben kann. Also hier die psychologische Seite des Faschismus, dieser Art von Politik ähnelt dem Faschismus viel mehr als irgendetwas, was noch vor 30, 40, 50 Jahren in der Bundesrepublik denkbar gewesen wäre. Wir verhandeln ja auch das berühmte Zitat von Ignazio Silone, ja, ein linker italienischer Schriftsteller, der nach dem Zweiten Weltkrieg aber den interessanten Ausspruch tat: Wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Ja. Wie ist es vorstellbar? Also warum sagt der Antifaschismus nicht, wir praktizieren mehr Freiheiten als in den finsteren Jahren? Weil dieser sogenannte Antifaschismus unter anderem, nicht nur, es gibt viele Aspekte, unter denen man ihn diskutieren kann, aber er ist unter anderem auch ein Ergebnis einer fehlgeleiteten Vergangenheitsbewältigung oder vielmehr einer Entsorgung von Dingen, mit denen man nicht mehr konfrontiert werden möchte und die man deswegen anderen auf andere projiziert, denen man sie unterstellen kann, um sich mit seinen eigenen fragwürdigen und dunklen Seiten nicht beschäftigen zu müssen, sowohl die ideologisch dunklen Seiten als auch die moralisch und charakterlich dunklen Seiten. Ich meine, es macht ja nun nicht wirklich einen Unterschied, ob jemand
unter Mielke jemanden denunziert hat, weil er sich negativ über die SED geäußert hat, oder ob er unter Himmler jemanden bei der Gestapo denunziert hat, weil er Juden versteckt hat, oder ob jetzt jemand hierher kommt und dem Arbeitgeber meldet, guck mal, der ist aber rechts, gegen den musst du vorgehen. Wie das ja mittlerweile sogar nicht nur von Privatleuten, sondern sogar ganz hochoffiziell vom Verfassungsschutz gemacht werden soll. Also hier haben wir eine hochinteressante Konstellation, dass hier eine offensichtliche Projektion stattfindet. Man will das, was man selber praktiziert und aber nicht an sich nicht wahrhaben will, dem anderen unterschrieben. Wir haben in Leserbriefen zum Teil Stimmen, die sagen, ihr habt in der Beschreibung der diktatorischen totalitären Tendenzen völlig recht, aber das ist ja nicht der neue Faschismus, der da kommt, sondern der neue Bolschewismus. Ja, ich kann den Standpunkt nachvollziehen. Es ist natürlich eine Frage, wie definiere ich was? Also Faschismus im klassischen Sinne ist ja nur der italienische Faschismus. Das hat sich dann erweitert, die Definition eben auch auf den Nationalsozialismus, also bis hin zu Militärregimen in Südamerika. Das wurden dann alles unter den Begriff Faschismus gepackt. Man sollte jetzt nicht unbedingt den Fehler machen, denselben Fehler machen, den die Linken machen, nämlich alles nach dem Motto vorzugehen, was ich nicht leiden kann, das sehe ich als Faschismus an. Das, so sollte man es nicht machen, so undifferenziert sollte man nicht denken, aber ich finde schon, dass es der Mühe wert ist, darauf hinzuweisen, wie viele genuin faschistische oder aus der Tradition des Nationalsozialismus stammende Denkfiguren hier eine Rolle spielen in diesem Staat und in diesem herrschenden Kartell. Wenn ich nur an die Corona-Politik denke, da wurden ja zum ersten Mal seit 1945 Menschen gezwungen, sich gegen ihren Willen einem medizinischen Menschenversuch zu unterwerfen. Und die Denkfigur, die dahinter steht, dass man der Einzelne nichts wert ist, dass er für die Gemeinschaft geopfert werden darf, wenn die Regierung das will, das ist genau die Denkfigur, die im Anschluss an den Nationalsozialismus ja auch verdammt worden ist und geächtet worden ist. Es gab ja das Protokoll gegen Menschenversuche dann in den 40er Jahren als Reaktion auf den Nationalsozialismus. Also hier haben wir ganz klar auch dieser, fällt einem immer mehr ein, der krasse und primitive Militarismus, der jetzt ausgebrochen ist in der politischen Klasse, der ja überhaupt nichts mit den Traditionen der Bundesrepublik zu tun hat, aber mit dieser Tradition politische, internationale Konflikte immer nur mit Gewalt lösen zu wollen, statt mit diplomatischen Mitteln. Das ist Sozialdarwinismus, das ist Militarismus, das ist klassisches faschistisches Denken. Was denn sonst? Und man hätte auch noch vor wenigen Jahren nicht gezögert, es so zu nennen. Ich habe in meinem Leitartikel geschrieben, Faschismus ist schon seit Jahrzehnten ein frei flottierender Begriff geworden, der auf jede Form von Gewaltherrschaft angewendet wird und ansonsten inhaltlich völlig entkernt ist. Die definitorische Verluderung geht bis in den Privatbereich. Wer einem nicht passt, den kann man als Arschloch bezeichnen oder, wenn man Bildung vortäuschen will, als Fascho. Ja, genau. Und dann führe ich weiter. Wenn man eine exakte Definition sucht, wird man bei denen fündig, die als erste Opfer dieser politischen Strömung geworden sind, nämlich bei den alten Kommunisten. Nicht zu verwechseln mit ihrer schmutzigen Nachgeburt von heute. Ich zitiere, der Faschismus ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Das Zitat kommt aus einer Resolution der Kommunistischen Internationale aus dem Jahr 1935. Und sie erscheint mir eigentlich auch heute noch zutreffend, denn wenn man nur auf der Oberfläche bleibt, wird man nicht so viele Unterschiede feststellen können zwischen Faschismus und Bolschewismus oder Stalinismus. Die Zahl der Toten ist ähnlich, die Lager sind ähnlich, die Willkür ist ähnlich, die Einparteienherrschaft ist ähnlich. Aber trotzdem steht dahinter eine jeweils andere Macht. Ja. Und in dem Fall ist es eben, wie hier geschrieben wurde, die offene terroristische Diktatur oder die offen terroristischen Elemente des Finanzkapitals, die in einer bestimmten Krisensituation nicht mehr anders können, als die entgegenstehenden Kräfte
zu verbieten, zu unterdrücken, von mir aus ins KZ zu stecken und so weiter. Ja. Und natürlich sind die Gegner dieses Finanzkapitals im Laufe der Zeit andere geworden. In den 30er Jahren, nennen wir mal Hitler, Mussolini und so weiter, war natürlich das Kapital bedroht durch eine starke Arbeiterschaft, die von Kommunisten und Sozialdemokraten organisiert war und die höhere Löhne wollten oder mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum. In der Situation nach dem Schwarzen Freitag 1929 war das für das Kapital eine Herausforderung. Diese Kräfte mussten weg. Aber damals hat sich eben der Kapitalismus nationalstaatlich organisiert. Und heute sprechen wir ja vom Globalismus. Das heißt, heute kannst du Profit nur machen, wenn du auf den globalen Markt, auf den Weltmarkt gehst. Während der Nationalstaat, der damals dazu diente, die Arbeiterbewegung zu unterdrücken, jetzt sozusagen das letzte Refugium, das letzte Bollwerk gegen diese globalistischen Kräfte geworden ist. Und alle, die den Nationalstaat verteidigen, sind dem Finanzkapital ein Dorn im Auge. Und so kam dann auch die an sich doch relativ brave AfD ins Visier. Ja, das ist richtig. Ich würde sogar sagen, dass diese Definition aus den 30er Jahren heute sogar noch viel offensichtlicher zutrifft als in den 30er Jahren, weil man damals ja immer noch die Komplikation mehrerer Fraktionen des Finanzkapitals hatte, wie du ja auch schon ausgeführt hast, während es heute eigentlich nur noch eine globalistische, eine Geldmachtelite gibt, die ein Interesse daran hat, die ganze Welt ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Und ja, und das ist genau der Hintergrund. Und zur Disziplinierung, zur Unmöglichmachung dieser eines Widerstandes dagegen ist genau das, kann ich dir nur zustimmen. Dazu dient diese Art von totalitärer Herrschaft neuen Typs. Vielleicht sollten wir uns nicht zu sehr an den Faschismusbegriff klammern, weil ja tatsächlich auch Elemente des Bolschewismus und auch Elemente darin enthalten sind, die in den klassischen Totalitarismen so nicht vorkamen. Also das ist dass man versucht, Herrschaft nicht darauf aufzubauen, dass man vorhandene Strukturen nutzt, also zum Beispiel die Familie oder den Staat oder das Recht, oder so wie Stalin ja noch sogar die Kirche noch für seine Zwecke eingespannt hat. Das alles geschieht heute nicht mehr, sondern es geht um die Liquidierung der Gesellschaft in dem dreifachen Sinne ihrer Verflüssigung, ihrer Monetarisierung und ihrer Beseitigung. Und das ist das entscheidend Neue an dieser Art von totalitärer Herrschaft, dass sie sich darauf stützt, die gesellschaftlichen Strukturen sozusagen nicht einzufrieren, sondern zu kochen, immer wieder Chaos zu organisieren, immer wieder umzurühren, um darauf, auf diesem Chaos aufbauend zu verhindern, dass sich Solidarisierungseffekte einstellen, die sich sonst über kurz oder lang immer einstellen müssen, und darauf Herrschaft aufzubauen. Das ist etwas historisch Neues. Und für diese Art totalitäre Herrschaft gibt es eigentlich noch keinen Begriff. Also wir haben faschistische Elemente, wir haben bolschewistische Elemente, aber wir haben auch Elemente, die ganz neu sind. Wobei dieses Kochen der Gesellschaft, sodass sich alle Strukturen auflösen, gibt es ja auch im Nationalsozialismus. Es wurde ja, die kirchlichen Strukturen, die Arbeitermilieus wurden aufgelöst, sozusagen gekocht. Ja. Und dann wurden die Atome neu zusammengeführt in der von der NSDAP dominierten Volksgemeinschaft. Richtig. Und diese Situation haben wir ja heute auch. Es wird auch alles gekocht, allerdings auch in die Familie rein, wobei es da auch bei Hitler schon Elemente gab, in die Familie reinzugehen. Und dann wird neu zusammengesetzt und wir erleben jetzt wieder eine Volksgemeinschaft, aber es ist eine Anti-Volksgemeinschaft gegen das deutsche Volk, aber hat die gleichen Merkmale der Synthetisierung und der Aufhetzung, der Formierung, wie wir sie in den 30er Jahren hatten. Ja, sicher. Nur, dass in den 30er Jahren eben noch von einem existierenden Volk ausgegangen wurde, während dieses neue ominöse Wir, die aus dem Wir schaffen das und unsere Demokratie und Personal- und Possessivpronomen, dieses Wir ist heute eine Ideologiegemeinschaft. Also diejenigen, die bestimmte Glaubenssätze bejahen, auch wenn sie in die Wirklichkeit noch so sehr ins Gesicht schlägt, die gehören dazu und die können sich dann als Teil dieses Wir fühlen. Und ein solches Wir ist ständig darauf angewiesen, auf die Abgrenzung gegen andere, auf die Definition von Feindgruppen, auf die man dann die
Aggressionen, die natürlich im Volk herrschen, die man sich ja auch zunutze machen will. Und um sie sich zunutze zu machen, braucht man das Feindbild. So funktioniert das auch in den 30er Jahren. Man versucht, eine kleine Minderheit zu nehmen. Es war in den 30er Jahren natürlich auch so, man hat die Juden, also eine relativ kleine Minderheit genommen, weil man darauf eben glaubte, eine Volksgemeinschaft aufbauen zu können, während es sonst ja oft in Deutschland so war, dass der Riss quer durch in die Nation in dem Sinne ging, dass zwei ungefähr gleich große Hälften einander gegenüberstanden, Protestanten und Katholiken, dann später eben Sozialisten, Konservative und so weiter. Wobei der damalige Faschismus, also in Deutschland zum Beispiel, okay, der Fokus auf die Juden war eine Sache, aber ansonsten die Kräfte, die vernichtet wurden, war ja auch die organisierte Arbeiterbewegung und die KPD und die SPD waren ja zusammen jedenfalls vor 1932 stärker als die NSDAP. Und so haben wir es ja heute auch, die AfD ist stärker als die Ampelparteien zusammengenommen, kann man sagen. Ja. Für die Virulenz des Angriffs, den wir jetzt erleben, steht da zum Beispiel so ein Ausspruch wie von Strack-Zimmermann, die gesagt hat in Bezug auf die AfD, je größer der Scheißhaufen, umso mehr Fliegen sind darauf. Das ist eine Beleidigung der Wähler in einer unglaublichen Vulgarität. Ja, ja. Und wer so spricht, der will ja keine Verständigung mehr. Der will ja den Haufen wegmachen und wegkächern. Verständigung ist genau das, was nicht stattfinden soll. Sonst hätte sie ja schon längst stattfinden können. Es gäbe ja überhaupt keine AfD, wenn die politische Klasse bereit gewesen wäre, sich einfach bestimmter Probleme anzunehmen und die Interessen, die einfach da sind, im Volk auch aufzunehmen und in vernünftige Politik umzuwandeln. Das hat sie aber nicht getan. Sie hat nicht auf die Warnungen beim Euro gehört, sie hat nicht auf die Warnungen vor dem Atomausstieg gehört, nicht auf die Warnungen in der Flüchtlingskrise, nicht auf den völlig übertriebenen diese Klimahysterie auf die Warnung vor den wirtschaftlichen Folgen, die das hat, sondern die einmal beschlossene Politik wird auf Biegen und Brechen durchgeführt, obwohl eine Demokratie ja nun genau darauf ausgelegt ist und geradezu dazu da ist, dass jeder, der ein Anliegen hat, dass die Politik geändert werden soll, dies auch einbringen kann und mit Aussicht auf Erfolg seine Argumente vortragen kann. Und wenn es gar nicht anders geht, dann muss er eben eine neue Partei ins Rennen schicken. Das ist ein vollkommen normaler demokratischer Vorgang. Und normalerweise, nach den Lehrbüchern der Politikwissenschaft und des Staatsrechts, ist dann die Folge, dass die Politik ihre politischen Inhalte ändert und versucht, diesen Protest einzubinden. Das haben wir noch in den 90er Jahren gehabt. In Gestalt der Republikaner, als die aufkamen, wurde das Asylrecht entsprechend geändert, sodass es eben zu der schon damals bestehenden Asylschwemme, dass die deutlich eingedämmt werden konnte. Und zwar so lange, bis Angela Merkel sich über die damals erfolgte Verfassungsänderung einfach freihändig hinweggesetzt hat. Damit hat man natürlich dann auch im Grunde gesagt, also egal, ob eine von euren Parteien mal einen Erfolg hat, wir machen dann sowieso, was wir wollen. Also hier ist eine Verständigung nie gewollt worden. Es soll immer nur diese Politik, die im globalistischen Interesse liegt, die soll durchgesetzt werden, koste es, was es wolle. Ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied zu Anfang der 90er Jahre und eine wichtige Parallele zu Anfang der 30er Jahre. Denn Anfang der 90er Jahre, als die Asylproteste und ihre Partei, damals die Republikaner, eingebunden wurden, ging es der BRD wirtschaftlich eigentlich noch goldig im Vergleich zu heute. Ja, ja. Und Anfang der 30er Jahre war das völlig anders. Über den schwarzen Freitag an der Wall Street schwappte das gesamte faule Kapital, die ganze Schuldenkrise auch nach Europa und das ohne dies geschwächte Deutschland über. Und da waren natürlich ganz andere Zwänge für die Regierenden, für die sogenannten Eliten, sich des Gegners zu entledigen. Und das haben wir ja heute auch. Deutschland ist wirtschaftlich total geschwächt, allerdings nicht wesentlich wegen der Wall Street, sondern eher wegen der Agenten der Wall Street, die in unserer Regierung sitzen und die Deutschland und die deutsche Wirtschaft von innen raus kaputt machen. Ja. Und in der Lage ist natürlich eine Kraft wie die AfD, die ganz normal sagt, Leute, lasst uns zurückkehren zu dem, was wir früher so gut gemacht haben, ist natürlich
brandgefährlich. Ja, ja, natürlich. Und das ist ja auch bezeichnend, dass die Leute, die ja eigentlich, die ganze Opposition will ja in gewisser Hinsicht zurück zu der Bundesrepublik, die es mal gab und die ja wirklich ihre Erfolge und auch ihre positiven Seiten hatte. Und dass das nun genau verteufelt werden soll, das ist also rechtsradikal, wenn man zu der zum Beispiel dazu zurück will, dass die Bundesrepublik sich als Nationalstaat definiert, was bis Anfang der 2000er Jahre vollkommen unangefochten war, dass man zum Pluralismus zurückkehren will. Das alles soll auf einmal rechtsradikal sein. Im Grunde sagen die Leute, die an der Macht sind, damit selber, was Geisteskind sie selbst sind, wenn sie so vorgehen. Ja. In dem Zusammenhang spielt auch die Kriegsfrage natürlich eine riesengroße Rolle. Wir hatten auch Anfang der 30er Jahre, als der Faschismus hochkam, ja durchaus die Situation, dass bestimmte Kräfte in den USA zum Beispiel Geschäfte machen wollten und Geschäfte gemacht haben mit der Sowjetunion. Da wurden ja durchaus auch Kredite an den früheren Todfeind vergeben. Aber ab dem bestimmten Zeitpunkt, als die Verwertungskrise des Kapitals zu groß war, hat das nicht mehr ausgereicht, um das System zu stabilisieren. Man wollte Zugriff auf die materiellen Schätze des Ostens, also der Sowjetunion. Und dann wurde der Kriegskurs eingeschlagen. Und das sehe ich heute ganz ähnlich. Mhm. Die Verwertungskrise, der Fall der Profitrate, wie es so schön heißt, ist so dramatisch, dass man ohne Krieg und den Raub, den kriegerischen Raub von Bodenschätzen in Sibirien etwa oder in der Ukraine etwa nicht weiterkommt. Jetzt hat man den Krieg angefangen gegen die Russen und es sieht total schlecht aus auf dem Schlachtfeld. Und dann gibt es da Leute, die sagen, lasst uns zu Verhandlungen zurückkehren. Dazu gehört vor allem die AfD, aber ein bisschen auch Wagenknecht. Und die kommen jetzt eins nach dem anderen unter die Räder. Ja, das ist, glaube ich auch, dass das tatsächlich der Grund ist, zumal denen ja auch die Zeit davon läuft. Also zu denen, die sagen, wir müssen zu einem Friedensschluss kommen, gehört ja auch Donald Trump. Und bis jetzt scheint es so zu sein, dass der Wahlbetrug für November noch nicht so weit in die Wege geleitet worden ist, dass sie es schaffen, ihn von der Macht fernzuhalten. Denn ich meine, das dürfte die einzige Möglichkeit sein, ihn noch von der Macht fernzuhalten. Das heißt, wenn es noch zu einem Krieg kommen soll, dann läuft ihnen die Zeit davon. Dann haben sie nur noch wenige Monate Zeit, es überhaupt zu machen. Ich bin trotzdem am Zweifeln, ob sie es tun werden. Denn mal ganz ehrlich, womit wollen sie das machen? Es müssten die Amerikaner selber machen. Die europäischen Verbündeten, ein Staat wie Deutschland, hat doch überhaupt nichts mehr in die Waagschale zu werfen. Da ist doch gar nichts mehr, womit man gegen Osten ziehen könnte. Es reicht gerade noch, ein paar Bataillone Bundeswehr im Baltikum zu stationieren, damit Deutschland auf jeden Fall nicht sagen kann, es geht uns nichts an, wenn was passiert. Aber ob das wirklich so kommen wird, das muss ich sagen, da fehlen mir schlicht und einfach die Insiderkenntnisse. Plan B für die Eliten, sogenannten Eliten, wäre nicht den Krieg zu führen, also im Sinne einer direkten Konfrontation NATO-Russland, sondern die Sache nur am Köcheln zu halten und daraus die scheinbare Notwendigkeit abzuleiten, die hiesigen Gesellschaften im Westen und die Wirtschaft zu formieren im planwirtschaftlichen Sinne. Ja. Und das war ja eine Sache, die Hitler auch gemacht hat. Er hat Elemente der Planwirtschaft, wie sie vorher nur beim Kommunismus der Fall waren, hat er in sein System integriert und damit den freien Markt sozusagen ausgehebelt. Ja, das wäre sozusagen Plan B, die immerwährende Kriegswirtschaft, aber ohne den direkten Krieg NATO-Russland. Ja, das erinnert auch so ein bisschen an diese Konstellation, die George Orwell 1984 schildert, wo der Krieg zwar irgendwie ständig präsent ist und zu allen möglichen Maßnahmen rechtfertigen soll, aber so richtig nie in das Leben der Bürger eingreift, sondern eben nur auf diese indirekte Weise. Er soll disziplinieren und er soll die Handhabe liefern, Andersdenkende zu unterdrücken. Wir hatten ja schon zu Beginn dieses Krieges all diese Maßnahmen, eben, dass wir immer eine einigermaßen differenzierte politische Analyse forderte, musste ja schon damit rechnen, der Billigung eines Angriffs, der Billigung einer Straftat bezichtigt zu werden. Wir müssen tatsächlich damit rechnen. Und ich glaube, das ist wirklich das realistischere Szenario, dass die es am Köcheln halten, um daraus politische Vorteile zu ziehen, um darauf buchstäblich ihr Süppchen zu kochen. In der Situation, die wir jetzt sind,
ist es da eigentlich sinnvoll, dem Gegner, also dem Regime, den Faschismusvorwurf zu machen, sozusagen dieselbe Karte auszuspielen, die die Antifa ausspielt? Oder ist es kontraproduktiv? Also abgesehen davon, dass ich natürlich als Politikwissenschaftler immer so Skrupel habe, immer auf möglichst differenzierten und präzisen Begriffen beharre, ist es, wenn es jetzt rein um die öffentliche Wirkung geht, ist es durchaus sinnvoll, weil das Kartell sich ja ständig darauf beruft, wie antifaschistisch es sei. Und man muss ihm dann natürlich um die Ohren hauen und hat auch eine Chance dafür in einem Land, wo viele Dinge ja von vornherein, so ein bisschen Effekt haben diese Demokratieerziehung ja schon gehabt. In einem Land hat man eine Chance, wenn man ihn um die Ohren haut, nein, das ist nicht antifaschistisch, was ihr macht. Das ist genau das, was Faschisten auch tun. Das ist genau dieselbe Denkweise. Und dass ihr euch da jetzt ein gutes Gewissen verschafft, indem ihr andere als Nazis bezeichnet, um zu Recht fertigen, dann eurerseits Nazi-Methoden anzuwenden. Das ist ein durchsichtiges Manöver. Ich glaube schon, dass man das sagen sollte. Und es ist ja auch, wie schon gesagt, es sind genug Elemente tatsächlich faschistischer Politik in dieser Kartellpolitik enthalten, dass man diesen Vorwurf auch legitimerweise machen kann, ohne eine Verfälschung vorzunehmen. Ich habe da ein schönes Zitat, was dazu passt. Der Chef des Zentrums für politische Schönheit, das sind diese sogenannten Künstler, die Höcke belästigt haben über Monate an seinem Wohnort und die jetzt auch eine Installation am Kanzleramt hatten, wo AfDler hinter Gittern gezeigt wurden. Also der Chef von diesem Verein, ein gewisser Philipp Ruch, hat gesagt, Zitat, gegen Nazis wenden wir nur Nazi-Methoden an. Ja, genau das. Es ist genau das. Also wie gesagt, wie am Anfang zitiert das Lichtmeß-Sommerfeld-Gesetz, es ist genau eine Methode, sich selber von Toleranzpflichten freizuzeichnen. Dieser Hype gegen angebliche Nazis oder gegen angebliche Faschisten hat nur diesen einen Zweck, dass sie selber die Sau rauslassen können. Also den verdrängten inneren kleinen Nazi, dass sie dem Futter geben können und dass sie das machen können, was sie durch die aus ihrer Sicht dann ja Ungnade der späten Geburt in den 30er Jahren nicht austoben konnten, weil sie da noch nicht auf der Welt waren. Liebe Zuschauer, wir haben das Thema nur andiskutiert. Wenn Sie die Diskussion weiterführen wollen, versorgen Sie sich mit diesem Heft. Da ist alles drin zum Thema der neue Faschismus, der Linksstaat marschiert. Schreiben Sie uns unter die Sendung, was Sie dazu denken, was Ihnen auch kritisch einfällt zu dem, was wir hier gesagt haben. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Verbreiten Sie das Video weiter und abonnieren Sie uns. Ich freue mich auch sehr darüber, dass dieser Tage Menschen auf die Straßen gehen, um unsere Demokratie auch aktiv zu verteidigen.